Oberbürgermeister Peter Kuras fand einleitende Worte anlässlich der Eröffnung der neuen Dauerausstellung zur Würdigung des Raketenpioniers und ehemaligen Einwohners Dessaus. Johannes Winkler hatte hier am 21. Februar 1931 die erste europäische Flüssigkeitsrakete starten lassen. Mit der HW-1 und später weiteren Ausbaustufen schrieb er Luftfahrtgeschichte und legte den Grundstein zur heutigen Raumfahrt. Für das Technikmuseum stand außer Frage, dem damals in Dessau wohnenden Versuchsingenieur eine Ausstellung zu widmen. Johannes Winkler war einer der ersten Raketenpioniere, der seine Arbeit begonnen hat in Breslau, vom Beruf her aber Pfarrer gewesen ist, der aber seine technischen Fähigkeiten immer mehr erkannt hat und sich dann unter Aufopferung seines gesamten persönlichen Vermögens dann mit der Raketenforschung beschäftigt hat. Er hat 1929 dann eine Tätigkeit hier bei den Junkerswerken gefunden und konnte hier eigenständige Triebwerke entwickeln. Und es ist natürlich klar, dass ein Museum, ein Technikmuseum Hugo Junkers, natürlich sich dann mit diesen Exponenten der damals sehr interessanten und heute auch immer noch interessanten Technik beschäftigt. Johannes Winkler kam 1929 auf Bitten von Hugo Junkers, der auf Winkler aufmerksam geworden war und einen Raketenfachmann für seine Wasserflugzeuge benötigte, nach Dessau. Im Gegensatz zu Winkler sind von Junkers noch zahlreiche Museumsstücke vorhanden, von Winkler eher nicht. Umso mehr freuten sich die Experten über die Leihgabe von zwei Raketenmodellen, die vor 10 Jahren von einem Winkler-Fan erstellt wurden. Auch wenn es nur Nachbauten der ersten Flüssigkeitsraketen sind, so stellen sie eindrucksvoll die technische Meisterleistung dar. Das Vermächtnis, welches Johannes Winkler hinterlassen hat, ist enorm. Er ist für mich überzeugend derjenige, der sich als erstes mit Raketenflugzeugen beschäftigt hat. Zweitens ist er derjenige, der als erstes mathematisch abgeleitet das Bündelungsprinzip von Triebwerken entwickelt hat. Nach diesem Prinzip arbeiten fast alle modernen Raketen, das könnte man an den kleinen Modellen dann nochmal nachweisen. Dann hat er sich sehr intensiv beschäftigt mit der Gasdissoziation. Und das war für Werner von Braun so wertvoll, dass Winkler der einzige Wissenschaftler ist, der in der Dissertation von Werner von Braun erwähnt wird. Die anderen Sachen sind augenfällig, kann man hier besichtigen. Das ist also, dass er eigenständige Triebwerke entwickelt hat und dann die ersten Starts von Flüssigkeitsraketen in Europa. Die Ausstellung ist als Dauerausstellung konzipiert und soll, wenn es nach den Verantwortlichen des Technikmuseums geht, erweitert werden. Das komplette Programm von RAN 1, Ihrem Heimatsender mit Reichweite, sehen Sie täglich über Satellit, im Kabel, über Antenne